So, Ladies and Gentlemen. Ich wollte es jetzt nicht mit ohne euch machen. Deswegen mache ich das jetzt mit euch. Wir brauchen eine Batterie. Da, glaube ich, haben wir noch eine. Kupferdraht, Schmierstoff und Titan. Haben wir noch eine Batterie? Hier nicht. Dann vielleicht unten. Ich habe auch das Inventar in der Zeit jetzt ein bisschen verändert. Beziehungsweise leer geräumt. Komm, egal, dann machen wir uns einfach nochmal schnell eine Batterie, ist ja egal. Wir brauchen Kupfer brauchen wir, ja. Für Kupferdraht brauchen wir zwei, für eine Batterie einen, genau. Und wir brauchen einmal einen Oliver Kahn. So. Schwupp! Kupferdraht. Habe ich jetzt... Hä? Habe ich jetzt echt einen Kupfer zu wenig mitgenommen? Ich dachte, habe ich nicht drei mitgenommen? Kupfer. Ich dachte, ich habe drei Kupfer mitgenommen, aber ist ja egal. Ist ja wurscht. So, zack, zack. Batterie. Batterie! Batterie! Seegleiter! The Seeglide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Habt ihr es gehört? Aber was wir jetzt machen. Wir machen uns nochmal eine Batterie. Vielleicht sollten wir uns auch noch zwei Batterien machen. Ich glaube, wir machen uns mal noch zwei Batterien. Denn wir haben ja jetzt eine Mission. Leute. Wir haben eine Mission. Ich weiß ja nicht, ob wir da hinten Batterien finden. Komm ja, nee. Die Batterien lassen wir da. Was wir mitnehmen, auf jeden Fall. Ist einmal Wasser. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Ha. Beziehungsweise nehmen wir jetzt gleich. Das Medikit nehmen wir auch gleich her. Aber ich würde sagen, da nehmen wir uns noch eins mit. Der produziert nämlich ja eh fleißig. Freunde! Dann ab dahinter, würde ich jetzt sagen. Oder auch nicht. Land pre-recorded, Mistress Call. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Was denn für Schlangenviech? Die ist bloß... Ah, die ist aber 100 Meter unter Wasser. Oh. Hm. 100 Meter ist tief. 100 Meter ist tief. Ja, solange es jetzt nur Nacht ist, würde ich sagen, machen wir jetzt hier nochmal schnell Essen. Ich will mich da jetzt gut drauf vorbereiten.
weil ich nicht mehr weiß, ob da drüben nicht irgendwie was war, was uns gefährlich werden könnte. Wir könnten aber auch einfach mal speichern. Wäre ja... Naja. Ja, wir schwimmen jetzt. Let's go! Ich meine ja tatsächlich, mit dem Teil könnte man wahrscheinlich sogar... auch easy schaffen. Aber... Riffrücken. Short-range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Alter, ist das hell. Also die Viecher sind heute riesig. Das ist ein kleiner. Das hier ist ein riesiger. Rotschirm. Aua! Ne. Ach, die Dinger haben uns hier immer wehtan. Das Ding. Ach, auf den Riffrücken drauf ist Silber. Vielleicht hätte man es einfach noch einen Kompass machen sollen, aber wir müssen... Wo müssen wir hin? Was hier? Ah ne, hier. Wie gesagt, ich hätte vielleicht einen Kompass bauen sollen, ich scherz Keks. Der denn auch wieder so pocken? Zweite Pilze will ich gerade nicht. Bro! Verdammt nochmal! Wow, Bro, 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 Bro! Scheiße, haben wir ein Medikit dabei? Na, jetzt habe ich das. Alter! Schaut die Jesus wieder aus. Junge! Genau deswegen sind wir hier. Genau dafür kommen wir her. Uralter Schweber.
So, da geht's ewig weiter runter. Und hier können wir an Land. Oh. Geil. So. Einmal ins Inventar. Picking up multiple energy signatures on the island's surface. Okay. Finde ich das jetzt cool, dass es schon wieder Nacht wird? Nein. Wird es trotzdem Nacht? Ja. Selbst scan schon wieder. Okay, es sagt nichts Neues. Genau wegen denen hätte ich eigentlich. Ja, ich hätte mehr Medikits mitnehmen sollen, ne? Orangenpilz. Gefleckte Klappe. Kann man das essen? Das kann man auch nicht essen. Geht einfach weg, ihr Kackspeckviecher. Die können wir essen, oder? Können wir die essen? Können wir auch nicht essen. So, wir müssen einmal hier hoch, aber es gibt hier zwei Basen. Hau ab! Hau ab! Können wir heute leider auch nicht essen. Okay. Was war das für ein Schatten? Ah, da oben war wieder so ein Fliegvieh. Guck mal, genau hier ist nämlich eine Basis. Da hinten ist eine Basis und es gibt eine, wo in dem Tal drin ist. So, und den können wir essen. Den Knollenbaum, da können wir was raushauen und futtern. Bei dem weiß ich es nicht. Ne, gibt nur Samen. Der gibt auch nur Samen, aber den haben wir essen können, glaube ich, oder? Ja, den haben wir essen können. Warning. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Ja, ja. Quantum detonation will occur within 2 hours. Der explodiert in 2 Stunden. Okay. Wo war denn jetzt diese andere Basis, verdammt? Da unten war die nicht, die war im Tal. War die, glaube ich, irgendwo hinten. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal da hinten hoch. So. Dubi-dubi-dubi-dubi-du. Wobei, da wären wir jetzt gleich oben. Ah, die ist hier. Okay, never mind. Dann gehen wir erst da hoch. Dann nehmen wir nämlich das Amras. Hallo? Nein! Nein! Ich muss da runter gucken, ob da noch was wäre. Ich glaube, wir nehmen vielleicht auch mal gleich das Messer. Guck mal, da hinten ist unsere kleine Kapsel. So mini. Und da unten sind wir, glaube ich, kommen. Bro. Hör mal auf jetzt. Du wirst ja hier jetzt bitte nicht runterfallen, oder? Genau, da unten war die andere. Ich
glaube, hier hat es nur drei Sachen gegeben, oder? Huh? Auf der Seite, glaube ich, war nichts. Nee, auf der Seite war nichts. Heftiger Ausblick auf jeden Fall. Kann man... Ein Shot kann ich scannen. Okay, cool. Baupläne, Shot. Scheinwerfer. Okay, nice. Observatorium. Und dafür muss man halt eigentlich auch her, dass man Baupläne findet und unten gibt es auch noch Beete und lauter so Zeug. Also man muss das hier eigentlich früher oder später finden. Ja. Genau, Innenbeetkasten. Laternenbaum, den kann man auch futtern, die Früchte von dem. Hafenkorb. Farnpalme. Genau, siehst du, die kann man einsammeln, die sind aber ziemlich groß. Aber die kann man halt essen. Sind halt aber groß, also lohnen. Oh, den hätten wir fast übersehen. Oh, warte mal, wir haben vorher doch noch auch ein PDA gefunden. Okay, kann man da nicht hoch irgendwie? Geht das nicht? Ich würde da... Schade. Warte mal, das ist hier verstärkt, aber... Okay, wir können wohl auch verstärkte Sachen bauen, okay. Ja gut, das wäre dann auf jeden Fall schon mal hier das. Dann gehen wir jetzt da runter und erkunden das da. Und dann das da. Aber als erstes, jetzt mal schnell ins PDA. Baupläne, ja. Aufzeichnungen, PDA. Schrittscans. Wo habe ich denn die PDA-Dinge? Emailliertes. Oh, da brauchen wir einen Pirscherzorn dafür. Hm. Datenbank. Downloads. Ah, hier. Das sind die PDAs. You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cell rig to this one should double that. You think there's something out there that's faster? I'm sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the light pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. Hm, okay. Und das ist jetzt der von hier. This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now that I'm back here. Finding it hard to enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. The visions are getting worse. Marguerite and Father are now part of the ecosystem of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, okay, also, wie gesagt, ich habe das schon mal durchgespielt, ich weiß, um was für Krankheit und so geht, aber ich erzähle euch das nicht. Ich sag keinen Ton. Ja, ist krass. Ist krass. Da sollte man gucken, dass es uns eventuell nicht runterhaut. Ich werde jetzt auch nicht den Weg extra gehen, aber... Uff. Aber ich glaube, gibt's... Ja, es gibt Fallschaden. Das sind auch wieder lauter so scheiß Krabben.
Blöden Headcrabs, die können sich echt mal bitte schleichen, Leute. So, das ist jetzt ein Außenbeet kosten. Das sind das halt gleich zwei, hau ab! Wow. Fuck. Wo? Okay, gut. Oh, die chinesische Kartoffelpflanze. Wichtig. Und die Marmelone. Oder Marmor. Marmormelone. Nicht Marmelone. Naja. Wir haben jetzt zwei neue Funksprüche übrigens. Ach. Fuck. Ich hoffe, dass wir nochmal so Melonen finden. Die muss man nämlich... Scheiße. Die muss man nämlich abbauen, damit man sie einpflanzen kann und nicht einfach nur ernten. Ah, das war dumm. Stasi-Gewehrfragment. Da brauchen wir zwei Teile davon, okay. Oh, ich hoffe, dass wir noch irgendwo eine Marmormelone finden. Oh, Alter. Das war jetzt... Dumm, warum sieht das so neu aus? Mehr Zwerge da. Ach, das sind diese riesigen Räume. Lebende Wand. Datenbox. Ultra gleitfähige Schwimmflossen. PogChamp. Ja, eben. Ich sage, hier findet man eh besser den. Okay, hier ist nochmal ein PDA. Paul Torgal. Dick Gassi. Hier denn nicht crouchen? Hä? Soll ich denn da reinkommen? Hä? Ich muss doch davon da rein. Was soll das? Bro. Ah ne, ich muss... Okay. Oh, hier ist eine violette Tafel. Okay. Jo, leuchtet es mal richtig schön in die Fresse. Schreibtisch. Ja. Nehmen wir mit. Will ich gerne haben. Ich glaube hier... Ach, hier ist eine Glasscheibe. Ja, dann ist klar, dass man da nicht durchkommt. Aber ich hoffe, dass wir hier noch irgendwo Marmormelonen finden. Das wäre... Ah, jetzt das wäre richtig ärgerlich schon wieder. Was ist denn der? Pinke Kappe. Was leuchtet da vorne so? Kann man die essen? Nee, tschüss. Was leuchtet denn da so? Warte, wo waren wir jetzt eigentlich oben? Warte, nee, da waren wir noch nicht oben. Oder? Hier liegt ja noch ein PDA. Okay, wir können uns mal die... Integrating new PDA data. Ah, vermutete die Gazi-Basis.
Warte mal. Bart Torgal. Fremde Daten. Daten aus Scans. Violette Tafel, diese Kohlenstoffe. Das ist aus, ist so. Paul Torgal. Chief's Log, 5 weeks since the crash. The only other survivors are my son, Bart, and Mida, the cut-price mercenary I commissioned for the journey. After days drifting in the life pod, rain hammering on the roof, the weather cleared and we washed up here. I had Mida salvage the Degazi wreck, set Bart to finding us a stable source of food. His education is paying off sooner than I'd anticipated. Our only problem is Mida. She says the weather's going to turn. I say she's finding excuses to risk our lives. I imagine she's not gonna weaken her life without a physical altercation, and she's itching for a fight. In every judgment she makes, things go from bad to worse. If she had my experience, she'd have more faith. Humans have spent millennia specializing in how to shackle nature to our will. This planet won't cause us any new problems. My one task now is to keep us alive as comfortably as possible until the insurance company arranges rescue. In this part of space, that could be months or even years. Ja, da hat er recht. Da hat er recht. Okay. Son, I said wait for the storm to pass. Your life's more valuable to me than a plant patch. You stopped being in charge when the ship you were captaining sunk. I'll stop being in charge when you take charge of yourself. Say, Chief. Chief. What? Do you know how to drain those grow beds of 40 tons of storm water? Or how to conjure food from the air? I know how to prioritize. I'm just saying, if that's so, what's your boy's life worth to you today? If tomorrow you're gonna be so hungry you start wondering what he tastes like, let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants. Bart, Torgal has disembarked the habitat. Interfere with my family again, and when rescue arrives, I will leave you here. Do you understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. And no staying here, neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried. Only choice we got is whether to get buried with it. New blueprint acquired. Ja. Da ist man dann wahrscheinlich irgendwie doch. Integrating new PDA data. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. In T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. For your convenience, the radiation suit has been added to your blueprint database. Na ja, jetzt ist komplett im Arsch.